Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Maxim, ich bin ein Hochzeitsmoderator und ich mache Ihre Party legendär! Das ist ganz einfach. Eine Hochzeit ist dann ideal, wenn die Erwartungen des Brautpaares nicht nur erfüllt, sondern noch übertroffen werden. Und da komme ich ins Spiel. Aber mal ganz ehrlich, wir sind alle verschieden, alle individuell. Für uns gelten verschiedene Grundsätze. Für mich ist eine Hochzeit dann perfekt, wenn meine ganze Familie, alle meine Freunde bei einer super Party voller Emotionen, bei gutem Essen an einem großen Tisch zusammensitzen können und noch, wenn sie in 20 Jahren dran denken, ein fettes, dinkes Grinsen im Gesicht haben. Der wichtigste Grund, warum ein Hochzeitsmoderator gebucht werden sollte, ist, damit das Brautpaar sich entspannen, zurücklehnen und den schönen Tag genießen kann. Ein Hochzeitsmoderator ist die Schnittstelle zwischen allen Hochzeitsdienstleistern. Je größer die Feierlichkeit, desto wichtiger ist ein Moderator. Alle Spiele sind freiwillig. Aber meistens ist es so, dass die Gäste Schlange stehen, um bei meinen Spielen mitzumachen. Es gibt verschiedene Arten von Spielen. Spiele, die das Eis brechen sollen, Spiele, die gute Laune verbreiten und Spiele, die zum Tanzen animieren. Ein guter Moderator weiß genau, welche Spiele er wann auszupacken hat. Schließlich können die Gäste und die Teilnehmer bei den Spielen immer was gewinnen. Und seien wir mal ganz ehrlich, jeder von uns möchte doch was gewinnen, oder? Das ist wohl der wichtigste Teil der Arbeit eines Hochzeitsmoderators. Er kümmert sich nämlich im Hintergrund um all das, was im Vordergrund so gut aussieht. Angefangen mit der Planung des Programms vor der Hochzeitsfeier, über die Koordinierung der Dienstleister während der Feier bis zum krönenden Abschluss ist der Moderator die Person, die all seine Finger im Spiel hat. Tradition. Hier sollten wir uns fragen, was eine Tradition überhaupt ist. Eine Tradition ist etwas, was irgendwann entstanden ist und über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg begleitet wurde. Also, eine Hochzeit mit Tradition? Na klar. Eine Hochzeit ohne Tradition? Warum nicht? Es kann ja sein, dass eine Hochzeit ohne Tradition zur neuen Tradition wird. Also wagt es euch einfach.